Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde. Ich bin der Tante Günner, auch bekannt als Günther Shadow, und freue mich, euch heute ein neues Let's Play-Projekt aus der Strategieszene, einem Strategie-Klassiker, präsentieren zu dürfen. Medieval 2 Total War wird es sein. Ihr habt es euch gewünscht, ich wollte es auch machen. Insofern haben wir da gar nicht lange gebraucht, um auf einen Nenner zu kommen. Für alle, die meinen Kanal noch nicht kennen, ich spiele Strategiespiele auf hohen Schwierigkeitsniveaus. Und nein, wir wollen nicht die Einführung spielen, sondern eine große Kampagne, nämlich mit Byzanz. Byzanz habt ihr euch gewünscht. Wir spielen auf schwer, schwer. Das ist, glaube ich, so ganz in Ordnung. Wir spielen mal eine lange Kampagne. Ob wir die wirklich über 45 Regionen spielen, das gucken wir mal noch. Aber auf jeden Fall sollte es ein bisschen mehr sein als eine kurze Kampagne. Mal gucken, wie viele Parts daraus werden. Den Berater schalte ich übrigens an der Stelle ab. Den brauchen wir nicht. Und ja, noch ein weiterer Hinweis für alle, die meinen Kanal noch nicht kennen. Meine Spezialität besteht darin, nicht nur einfach so ein Strategiespiel zu spielen, sondern auch immer ein bisschen was zu den historischen Hintergründen der Fraktion und der Seite und den allgemeinen Umständen zu sagen, was sich eben meistens so anbietet. Das werden wir bei Byzanz auf jeden Fall auch haben. Da wird es eine ganze Menge zu sagen, zu geben. Ich würde sagen, schauen wir aber jetzt als allererstes mal direkt in diese kurze Videosequenz. Da wird nämlich auch schon ein bisschen was zu Byzanz gesagt. Machen wir gar kein langes Vorgeplänkel. Starten wir erstmal in die Kampagne hinein. Byzanz liegt am Übergang zwischen Europa, Asien und Afrika. Eine Vision veranlasste Kaiser Konstantin, diese Stadt zu gründen, die ein kulturelles, kommerzielles und diplomatisches Zentrum ist. Damit dieses Land zu einem Reich erblühen kann, erfordert es die Stärke und den Mut, die Verantwortung für die wahrscheinlich lebendigste Stadt der Welt zu übernehmen. Ja, okay. Das war jetzt gar nicht mal so wahnsinnig vielsagend, aber da habe ich auch schon schlechtere Intros gesehen. Auf jeden Fall alles richtig, soweit erstmal. Bevor wir über unsere Taktik sprechen, also respektive eben die Taktik, die ich mir hier überlegt habe, ich werde auch gleich mal gucken, vielleicht schneide ich nachträglich noch ein paar Bilder rein. Hier unten gibt es nämlich eine sehr interessante Region, über die wir noch sprechen werden. Ganz kurz zu Byzanz selbst. Wir spielen das Byzantinische Reich, damit spielen wir einen historischen Verlierer, in Anführungszeichen, sag ich mal. Warum Verlierer? Nun ja, offenkundig, Byzanz gibt es ja heute nicht mehr. Byzanz wurde Teil des Osmanischen Reiches. Die Osmanen sind damals hingegangen, haben 1457 Konstantinopel endgültig erobert und ihrem Reich einverleibt, heute bekannt als Istanbul. Und es war bis dahin eigentlich immer so eine der wichtigsten Städte, wo das römische Imperium noch gelebt hat. Also, das ist insofern sehr interessant, weil Westrom ist ja untergegangen, Ostrom hat wesentlich länger überlebt. Also Westrom hier, ne, 473, Odoaker setzt Romulus Augustulus, den letzten römischen Kaiser, ab. Damit beginnt also eine komplette neue Herrschaftsepoche im Weströmischen Reich. Das Oströmische Reich, das hält sich eigentlich noch. Und wenn man jetzt hingegangen wäre und um diese Zeit, ich weiß nicht, wann spielt das hier jetzt, so im Jahre 1200 oder 1000, also so im Hochmittelalter, wenn man da nach Konstantinopel gegangen wäre und man hätte die Einwohner Konstantinopels gefragt, also eben, wer oder Byzanz, ne, wer seid ihr denn? Die hätten gesagt, ja, wir sind Römer, ne, also die hätten sich so selbst als das römische Imperium verstanden, absolut, ja, also da hätten die überhaupt
das gar nicht so anders wahrgenommen, ja. Und ich möchte es mal an der Stelle benutzen, um auf mein allererstes Let's Play zu Medieval 2 Total War einzugehen. Da habe ich nämlich mit Frankreich gespielt, also hier drüben. Und da war es so, da habe ich auch schon im ersten Part gesagt, wir spielen quasi so einen Erben Roms, ja. Also auch ein Land, wo das Erbe der Antike besonders lebendig geblieben ist. Das ist in Frankreich auf jeden Fall der Fall. In Frankreich ist das weströmische Erbe lebendig geblieben, gerade eben in diesen ganzen Kirchenmetropolen, also eben Tours und so weiter. Da ist die Antike am Leben geblieben und Byzanz ist wirklich das lebendige römische Imperium, das noch übrig geblieben ist danach. So, was heißt das für uns? Wir sehen erstmal hier, dass unser Imperium doch deutlich runtergekocht ist. Also auch nach dem Niedergang Westroms kontrollierte Byzanz eben noch hier große Teile Ägyptens. Ägypten war wahnsinnig wichtig, weil es eben die Nahrungsmittelversorgung für Byzanz war. Also aufgrund der Nilschwämme, sehr fruchtbare Ebene hier. Und als Ägypten später verloren wurde, ich weiß gar nicht mehr, so 11. Jahrhundert ungefähr, ja, da wurde es für Byzanz dann auch schon sehr, sehr schwierig. Aber de facto kontrollierte Byzanz hier wesentlich größere Gebiete seiner Zeit. Außerdem hatte Byzanz auch ganz, ganz lange Besitzungen eben in Sizilien und in Unteritalien. Das darf man auch nicht vergessen. Also und das noch bis ins Hochmittelalter hinein, ja. Also das ist hier nicht ganz umgesetzt, sondern wir haben quasi so einen zusammengeschrumpften Reichskern, sage ich mal. Mit Korinth, Thessaloniki, Nikäa, Konstantinopel und Nikosia, also eben Zypern hier. Aber sehr, sehr einflussreiche und wichtige Städte für uns. So, bevor ich jetzt hier alles Pulver zur Geschichte des Byzantinischen Reiches verschieße, ich will es heute mal nur bei so ein paar Andeutungen lassen. Sage ich erstmal ein bisschen was zu unserer Vorgehensweise und zu unserer Taktik. Ein Ziel von uns ist es natürlich, das römische Imperium wiederherzustellen und Rom einzunehmen. Klar, natürlich, das wollen wir gerne, das wollten die Byzantiner damals ja selbst gerne. Aber für den Anfang müssen wir uns leider eine etwas andere Strategie zurechtlegen. Es ist nicht klug, direkt nach Italien vorzustoßen, wobei wir Sizilien relativ leicht wohl einnehmen könnten und Unteritalien auf jeden Fall auch. Das sollten wir eigentlich auch relativ gut schaffen. Das Problem ist, dann bekommen wir sehr, sehr, sehr bald Trouble mit vielen europäischen Fraktionen und dann haben wir keine günstige Verteidigungsposition gegen die. Man kann das aber durchaus machen. Es gibt viele Leute, die das sogar, ich habe mal so ein bisschen recherchiert, was es da so an Internet-Spieltipps und so zu Byzanz gibt. Es gibt auch viele Leute, die sagen, natürlich erstmal hier nach Westen ausbreiten und so weiter und so fort. Das will ich auch auf jeden Fall machen, aber das wird nicht meine oberste Priorität haben. Meine oberste Priorität ist es, die Türken auszuschalten. Die sitzen nämlich hier, die haben hier zwei Provinzen, Caesarea und Isontium oder so ähnlich heißt die Stadt, ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau. Aber hier unten ist ihre Hauptstadt, ungefähr, da sehen wir auch schon, hier ist das, ne? Ah, Iconium heißt die Stadt, genau, Iconium, ja. Hier sehen wir es auch, wir können ungefähr hier, da, ungefähr könnten wir, glaube ich, irgendwo hier, könnten wir an Land gehen und dann hier die Stadt belagern. Ungefähr da liegt Iconium. Das ist die türkische Hauptstadt. Wenn wir die erobern, dann kriegen wir einen Haufen Geld. Und das brauchen wir ganz, ganz dringend, denn unsere finanzielle Lage als Byzanz ist am Anfang zwar komfortabel. Ihr seht, unsere Städte werfen viel Geld ab. Konstantinopel und Thessaloniki über 1000 jeweils. Nikäa auch fast über 1000. Das ist schon viel. Aber wir werden auch unglaublich viel Geld ausgeben müssen. Okay, als allererstes also, unsere Priorität heißt Iconium erobern. Iconium kriegen war relativ gut. Caesarea könnte ein bisschen knifflig werden, weil die Türken, wenn wir denen den Krieg erklären, natürlich sofort hingehen werden und anfangen, Militäreinheiten zu rekrutieren. Wir haben aber nichts davon, wenn wir den Konflikt mit der Türkei hinauszögern, weil
die Türkei oder eben die Türken, also hier sind es ja natürlich, ich sag mal, oder sagen wir mal Osmanen, ja, damals sind das ja eher noch, vielleicht trifft der Begriff Osmane das momentan noch ein bisschen besser, weil die Osmanen sonst hingehen und sich hier eine Stadt nach der anderen holen und hier unten, hier ist ein Zentrum mit Städten wie Jerusalem, Antiochia, also wirklich Städte, die früher auch lange Zeit zum Byzantinischen Reich gehörten, hier ist ein Stadtzentrum, eine Metropolregion, könnte man fast sagen, eine mittelalterliche Metropolregion, wo unglaublich viel Geld drin steckt. Und dieses ganze Gebiet hier müssen wir unterwerfen, dann haben wir genügend Geld, um auch einen Kriegszug gegen den Westen zu finanzieren. Was sind unsere Probleme im Westen? Venedig hier oben und die Ungarn im Norden. Die Ungarn im Norden sind auf jeden Fall ein Problem. Es gibt ja noch Russland hier oben, von denen werden wir ganz, ganz lange nichts sehen. Es könnte sein, dass irgendwann aus dem Osten die Timuriden und die Mongolen kommen, wenn wir da Pech haben. Ja, okay. Aber wenn wir Glück haben, können wir hier sehr früh schon einen gefährlichen Gegner ausschalten. Und dann können wir weiter Richtung Süden. Und dann können wir uns Ägypten holen. Und wenn wir Ägypten haben, dann liegt hier nur noch eine riesige Wüste, wo es ganz, ganz schwer wird, für gegnerische Armeen zu uns zu kommen. Dann haben wir hier eine sehr gute Verteidigungsposition. Und die Wüste, die können wir einfach mal Wüste sein lassen. Die interessiert uns erstmal gar nicht. Also, dann haben wir hier einen sehr dicken Puffer, sind hier unten abgesichert, haben hier unten ein paar gute Städte, hier oben eine sehr, sehr einträgliche Metropolregion, viel, viel Geld und können weiter nach Westen expandieren und können das dann angehen lassen. Also das ist auf jeden Fall mal so meine Idee. So, und jetzt wird es ein bisschen knifflig. Ich habe mir das folgendermaßen überlegt, was wir machen. Hier drüben liegt die Stadt Durazzo. Und da schicke ich jetzt mal gerade meinen Spion hin. Da sehen wir sie schon. Die hat eine unglaublich schwache Garnison und wird sehr gerne von Venedig am Anfang genommen, wenn wir nicht schnell genug sind. Insofern werden wir Durazzo versuchen zu nehmen. Und mit der Armee hier geht das. Du wirst versuchen, Durazzo zu nehmen, und zwar so schnell wie möglich. Wir gehen in Thessaloniki mit den Steuern runter. Dadurch kriegen wir zwar weniger Geld, aber okay. Also da können wir mit leben. Wir bauen Straßen erstmal, damit wir uns hier ein bisschen schneller fortbewegen können. Ja, mein Herr. Und als nächstes müssen wir, jetzt wird es nochmal knifflig. Ich glaube, wir schaffen das Ding da auch nur mit diesen Truppen. Ja. Um auf Nummer sicher zu gehen, können wir diese zwei Einheiten hier... Oh, ich sehe übrigens gerade, ich habe eine falsche Einheitengröße gewählt. Ich wollte eigentlich die Schlachten schon ein bisschen größer haben. So bei 60, 48, ich glaube, das steht auf Mittel. Ich wollte es schon auf Groß stehen haben. Das werde ich dann gleich nochmal ändern, aber die Taktik kann ich ja jetzt erstmal so erklären. Wir können diese zwei Einheiten hier mitnehmen. Und mit dem Schiff segeln wir hier runter. Ja, mein Herr. Ja, Befehle. Schick die mal auf das Schiff. Und wir können jetzt hier hoch und hier oben die Armee ein bisschen aufstocken. Ja. Das geht auf jeden Fall ganz gut. So, dann haben wir hier... Anna Komnenos. Die Komnenen waren in der Tat ein byzantinisches Adelsgeschlecht. Ich weiß jetzt nur nicht mehr genau, woher sie kamen, aber ich meine aus Makedonien. Korrigiert mich da bitte, falls ich mich irre. Und die hat einen sehr wichtigen Auftrag. Die wird nämlich den ungarischen Prinzen heiraten. Dann kriegen wir einen zusätzlichen General und wir nehmen den Ungarn gleichzeitig noch einen sehr guten General weg. Die Erfolgschancen von ihr auf einer hohen Schwierigkeitsstufe sind ungefähr 40%. Und sie wird erstmal hier rüberlaufen. Gerne, mein Herr. Hier werde ich die Nacht verbringen. Hier drüben ist übrigens in dieser Region hier, in Sofia, da ist auch eine weitere Festung. Die ist ungefähr hier. Und die wollen wir gerne holen, denn dann haben wir hier in Europa eine wirklich sehr gute Verteidigungsstellung.
Wir werden Durazzo irgendwann zu einer Festung ausbauen. Dann haben wir eine Festung mit Durazzo. Wir haben eine Festung mit Sofia. Wir werden Korinth, das handelsstrategisch sehr günstig liegt, werden wir zu einer Stadt umbauen später. Das brauchen wir hier nicht unbedingt. Werden dann, also hier die Festung können wir aufgeben. Wir haben dann hier oben einen sehr guten Verteidigungsgürtel, der alle wichtigen Punkte abdeckt. Wir können hier zwischen diesen vier Städten sehr gut hin und her pendeln und alles verteidigen. Insofern sollten wir versuchen, dass wir das möglichst schnell eben erobern. Und ja, das ist unsere Ausgangssituation für Europa. Du brauchst... Das ist unser Seitenanführer übrigens, Kaiser Alexios. Eure Majestät. Und Kaiser Alexios, der muss hier hoch, der muss nämlich Sofia einnehmen, und zwar so schnell wie irgendwie möglich. Dann haben wir hier unseren Kaufmann, den schicken wir hier hoch auf die Krim, da gibt es nämlich Sklaven. Und das ist eine ganz gute Handelsressource, und da ist der Typ auch relativ ungestört, da bis Russland oder Ungarn da erstmal ein paar Händler hinschickt, das wird noch eine Zeit lang dauern. So, unser Priester, der wird hier unten dieses Gebiet missionieren. Ich reise mit Gott. Das ist super. Hier unten ist noch eine weitere Stadt und die werden wir mit Prinz Johann versuchen, unserem Erben einzunehmen. Ja, Herr. Smyrna. Smyrna ist auch eine Festung, die wir am Anfang auch erstmal einfach nur so einnehmen werden. Da werden wir gar nicht so viel mitmachen. Smyrna ist aber sehr interessant für uns. Sie liegt nämlich direkt auf dem Weg nach Rhodos. Das ist die zweite Festung hier unten, die wir auch einnehmen werden. Und dann können wir mit dieser Armee schon weiter hier unten gegen Ikonium weiterziehen. Gegen die Türken eben. So, und das ist unsere Armee, die wir gegen die Türken schicken werden erstmal. Du musst hier runter. Ikonium liegt hier unten, meine ich. Und genau, das müsste eigentlich schon erstmal so der wichtigste Eröffnungsmove gewesen sein. Wir haben alle Armeen aus allen Städten rausgezogen. Wir holen wirklich das Maximum aus diesen Armeen raus, was irgendwie machbar ist. So, und unser Ziel ist es natürlich hier mit Evangelos Exotrochos die Armee von Prinz Johann mit dazu zu bringen. Dann haben wir da wirklich gute Karten. Nächster Schritt, wir nehmen noch die Truppen aus Nikosia und werden mit denen Richtung Smyrna aufbrechen. Die Schiffe brauchen wir nämlich nachher, um Prinz Johann nach Rhodos überzusetzen. Und Prinz Johann braucht eine größere Truppe als das hier, um gegen Rhodos zu gewinnen. Deswegen kriegt er die Soldaten hier. Okay, das ist unsere Anfangsstrategie. Ich habe ein bisschen hier rum taktiert. Das scheint mir die beste Strategie zu sein. Der Vorteil ist einfach, wir haben nach Osten komplett offenes Feld, sobald wir die Türken ausgeschaltet haben. Es ist wirklich komplett offen. Da kommt nichts mehr. Da kommt wirklich gar nichts mehr. Hier unten vielleicht stoßen wir noch auf ein paar ägyptische Truppen. Aber in dem Moment, wenn wir Prinz Johann noch hier mit diesem General, also mit Evangelos zusammengebracht haben, dann haben wir hier schon eine richtig, richtig große Armee. Und also das ist auch eine gute Voraussetzung, um gegen die Ägypter zu kämpfen. Wir müssen am Anfang überhaupt keine Truppen rüsten. Das ist der absolute Hammer. Also das ist wirklich der Wahnsinn. Wir brauchen keine Truppen. Gut, Problemfaktor ist natürlich noch Kreta hier unten. Das wird von Venedig gehalten. Aber die bauen da in der Regel keine Truppen. Das können wir irgendwann mal nehmen. Aber da haben wir es nicht so eilig. Wichtig ist halt Durazzo und Sofia, damit wir hier eine gute Verteidigungsposition gegen die Ungarn haben und hier eine gute Verteidigungsposition gegen Venedig haben. Und da können wir jeweils ein paar Truppen reinstellen. Okay, jetzt kommt die Wirtschaftsfrage. Ihr seht, also wir haben 560 Denare übrig. Ach, Moment, ich muss mal gerade nach Agenten gucken. Haben wir einen Diplomaten? Moment mal, Listenschriftrolle. Nee, haben wir nicht. Haben wir nicht, dann brauchen wir noch einen Diplomaten. Wozu brauchen wir den Diplomaten? Wir wollen gerne... Ach, hier seht ihr übrigens, da ist die Straße, da ist das Hafengebiet. Herr. Und ich glaube, hier unten ist Ikonium. Vorwärts.
Und das werden wir schon in 3 Runden erreichen. Das wird die Türken wird das so überraschen. Die werden wir einfach plattwalzen. Problem sind natürlich die Ungarn, die immer von Norden her hier drohen. Das war in der Tat auch ein historisches Problem für Byzanz. Sie hatten immer Probleme, vor allen Dingen mit den Bulgaren und mit den Serben hatten sie Probleme, die immer wieder in die Territorien hier eingefallen sind und hier geplündert haben. Da sind sie immer nur schwierig zurecht mitgekommen. Ja, jetzt müssen wir uns noch ein bisschen um unsere Wirtschaft kümmern. Wir brauchen außerdem noch einen Diplomaten. Wozu brauche ich einen Diplomaten? Erstens Handelsrechte abschließen, und zwar mit Ungarn und mit Venedig, sofern das irgendwie möglich ist. Und das sollte eigentlich gehen. Und zweitens Karteninformationen verkaufen. Das bringt uns nämlich Geld. Ich werde unsere Karteninformationen für 500 Dukaten oder Gulden oder was auch immer verkaufen. Bauen wir mal ein. Und der ist relativ günstig, ne? Der kostet 250. Ja, das ist super. Der wird sich schon nach dem zweiten Vertrag gelohnt haben. Das Problem ist, die Distanz hier ist relativ groß. Wir brauchen relativ lange, bis wir hinkommen. Aber wir schicken noch nicht mal einen Diplomaten nach Osten. Das brauchen wir überhaupt nicht. Wichtig ist, dass wir also hier, dass wir Venedig unsere Karteninfo verkaufen, dass wir die dem Römischen Reich verkaufen, dem Papst, Sizilien, den Mailändern, den Ungarn, den Russen, den Polen, den Dänen, also allen hier drüben, denen verkaufen wir unsere Karteninformationen. Da kommen ein paar tausend Gulden bei rum und die brauchen wir ganz dringend, um unser Imperium ausbauen zu können. So, Wirtschaftsmaßnahme Nummer 1. Ihr wisst es, ich lasse mir immer relativ viel Zeit beim ersten Zug, aber ich möchte diese Strategie sehr genau erklären, weil es wirklich sehr wichtig ist. Ihr seht hier einen blinkenden Icon bei den Einnahmen. Warum ist das so? Nun ja, wir machen durch den Handel auf jeden Fall in Byzanz einen Haufen Geld. Wenn wir nichts machen, dann wird er bei 228 bleiben. Wir sollten also versuchen, den Handel weiter auszubauen. Und das machen wir mit einem Händler-Kai. Der kostet zwar 1600, aber schaut mal, wir machen dadurch nächste Runde 469. Ohne den Händler-Kai machen wir nur 228. Das heißt also, wir machen einen Haufen Geld dadurch mehr. So, nächste Maßnahme. Wir könnten hier die Minen bauen. Die bringen uns 300 mehr. Das wäre natürlich auch schon gut. Vielleicht machen wir das auch gerade mal. Ach, Leute, wisst ihr was? Ich stelle meine Taktik mal gerade ein ganz klein bisschen um. Wir bauen hier die Minen. Die kosten 2000, das heißt, in ungefähr 10 Runden haben die sich, also noch nicht mal in 10 Runden, ach du meine Güte, in 7 Runden haben die sich schon gerechnet. Und dann haben wir richtig schön Geld hier gemacht. Wo müssen wir noch schneller sein? Ich glaube, ansonsten ist es relativ gut soweit. Was wir noch machen können ist, und das ist auch nicht ganz unwichtig, wir könnten vielleicht sogar hier noch eine Speermiliz oder zwei bauen, damit wir hier die Steuern wieder hochsetzen können, denn wir haben hier unterhaltsfreie Einheiten. Byzanz muss gar nicht mehr so schnell wachsen. Die sind momentan auf 0,5%. Und wenn ich den Steuersatz hochsetzen kann, wäre das richtig cool. Ich meine, na, es bringt 100 und ein paar Gequetschte. Da gucken wir mal gleich. Ich glaube, einer tut's schon. Dann wächst die Stadt allerdings nicht mehr. Nicht so gut. Nee, da muss ich nochmal genauer gucken. In meinem ersten Versuch bin ich hingegangen und habe einfach mal getestet, wie das ist, wenn ich überall nur Landwirtschaftsgebäude baue. Da können wir aber auf jeden Fall mal mit anfangen. Bauen wir hier erstmal eine Straße. Straßen sind noch wichtiger. Hier bauen wir erstmal gar keine Straße. Da brauchen wir auch ganz lange gar keine. Und hier brauchen wir auf jeden Fall eine Straße, denke ich. Die ist auch nächste Runde fertig. So, schauen wir mal. Nächste Runde, wie viel machen wir? Durchs Farmwesen 1200, durch Steuern 2800, unser Armeeunterhalt aber 4725. Boah, ist das teuer, ne? Das ist so teuer. Mit dem Soll zusammen noch. Also, da kriegen wir echt Geldprobleme, ne? Da kriegen wir echt Geldprobleme. 2800, und hier, ja. Also da müssen wir, ja. Nicht so einfach für uns. Okay. Ja, aber wir bleiben da dran. Wir machen das so. Ich glaube, wir machen das heute. Heute machen wir es mal so rum. Okay. Welche Städte müssen wachsen? Thessaloniki, Nicea oder Nikea. Und es langt auch erstmal schon. Die Städte müssen wachsen, da müssen wir Landwirtschaftsgebäude bauen. Konstantinopel kann erstmal noch ein bisschen so stehen bleiben.
Diese ganzen teuren Gebäude, Achtung, die nächste Wachstumsstufe ist erst bei 24.000. Die ganzen teuren Gebäude können wir jetzt schon bauen. Die teuren Gebäude sind Händlerkai, den brauchen wir. Wir brauchen die Pflasterstraßen, die bringen auch nochmal ultra viel Geld. Und dann können wir die Farmgemeinschaft vielleicht noch bauen. Wobei bei der Farmgemeinschaft, ja, da können wir mal gucken. Also auf jeden Fall Händlerkai und Straßen. Das ist ganz, ganz wichtig. Da müssen wir das Geld reinstecken. Und die Frage ist echt, will ich jetzt wirklich, hier ist 6.000 ist die nächste Stufe. Was bringt mir die nächste Stufe mehr an Steuern? 110. Aber da geht das Wachstum so runter, ne? Dann geht das Wachstum hier auch wieder auf 0. Hier auch 110. Da geht das Wachstum ein bisschen runter. Ach, weißt du was? Da baust du hier mal. Dann baust du hier mal eine Stadtwache. Konstantinopel. 170. Dann baust du mir hier auch noch eine. Damit ich mit den Steuern einen Ticken hier hochgehen kann. Und das genügt eigentlich. Das genügt eigentlich. Und dann werden wir in ungefähr 3 Runden werden wir dann schon das größte Territorium überhaupt kontrollieren. Ja. Das ist mein Vorschlag für eine Eröffnung mit Byzanz. Die Vorteile sind der stärkste Fokus auf Wirtschaft überhaupt. Durch den Händlerkai hier und durch die Minen in Thessaloniki. Der Vorteil ist die schnellstmögliche Ausschaltung eines der wichtigsten oder einer der wichtigsten Konkurrenten, nämlich die Türken. Mit einer Weiterentwicklung hier drüben in diese Städteregion. Also hier unten sind, ich glaube, 5 Städte hier, alleine in diesem Gebiet. Also hier ist Jerusalem. Haben wir natürlich das Problem, dass es sein kann, dass ein Kreuzzug gegen uns aufgerufen wird. Aber deswegen holen wir uns Jerusalem ja auch erst als letztes. Als allererstes holen wir hier die anderen Städte. Ja, also Aleppo holen wir uns, Antiochia und wie die anderen alle heißen. Ich weiß nicht mehr genau. Und dadurch, dass wir hier momentan noch eine Festung auf Nikosia oder Nikosia haben, ist das Terrain hier relativ gut beherrschbar. Wir haben außerdem hier eine Musterungshalle. Das heißt, wir können Infanterieeinheiten rekrutieren. Bauern. Aber was wir hier auf jeden Fall machen werden, ist einen Bogner errichten. Dann können wir nämlich hier also einen Bogner und ein Garnisonsquartier. Dann können wir nämlich hier anfangen, Bogenschützen und Speerträger zu rekrutieren. Und dann haben wir schon mal auch gegen die Ägypter hier unten eine ganz gute Aufstellung. Weil gegen die Ägypter brauchen wir viele Fernkämpfer. Ja. Also das ist meiner Meinung nach so die Weiterentwicklung dieser Strategie. Und sobald wir hier diese Verteidigungslinie haben, sind wir relativ sicher. Das war meine Eröffnung mit Byzanz. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Wir werden im nächsten Part mit einer weiteren Runde reinstarten. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Es hat ja jetzt relativ lange gedauert. Aber wisst ihr was? Komm, in die nächste Runde gucken wir mal so noch rein. Adelsrat, Ziel, Smyrna erobern. Nehmt die Rebellensiedlung ein. Das ist gut. Wir bekommen als Belohnung 2500 Gulden. Oh, wir haben eine super Mission gekriegt. Es kann auch sein, dass die erste Mission, die man bekommt, ist, schließt einen Handelsvertrag mit den Türken. Das ist natürlich tödlich, weil wir sind so weit davon entfernt, einen Handelsvertrag mit denen zu machen. Also, ja, das wird definitiv nicht hinhauen. Jetzt haben wir hier natürlich das Problem, dass hier schon die erste Rebellenflotte ist. Ja, ja, Alter, mach mal langsam. Ja, aber das müssten wir trotzdem noch packen. Also zu viele Rebellenflotten sollten es dann auch nicht werden. Rekrutierungsbericht ist klar. Baubericht ist auch klar. Rundenbericht ist auch klar. Wir schauen mal hier kurz rein. Steuern gehen wir mal auf hoch. Das ist super. Steuern gehen wir hier auf sehr. Gehen wir auch auf hoch? Das ist ja super. Dann haben wir direkt mal unser Steueraufkommen deutlich gesteigert. Und ja, wir haben nur ganz, ganz wenig Geld gemacht. Ihr seht es hier, 724. Aber wir werden bald die ersten Städte einnehmen. Außerdem haben wir bald hier. Hier haben wir nächste Runde schon die Minen fertig, die werden richtig Kohle bringen. Und hier haben wir bald den Händlerkai fertig, der wird auch richtig Kohle bringen. Und dann geht's aufwärts. Smyrna werden wir übrigens plündern. Können wir übrigens gerade schon mal belagern, das werden wir so oder so machen. Beginne die Belagerung. Genau. Was wünscht ihr? Ja, Herr. Du
Du bist weiter Richtung Durazzo. Kannst mal den Agenten mitnehmen, damit da nichts Doofes passiert. Das machen wir auch noch. Und alles andere sehen wir im nächsten Part wieder. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken, wünsche euch alles Gute. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.